Hallo zusammen. Heute besuche ich den Windpark Priesberg hier im Saarland, direkt an der rheinland-pfälzisch-saarländischen Grenze. Ja, und hier stehen Wenzes-Anlagen. Wenzes 112. Finde ich cool. Wenzes-Anlagen sieht man ja leider nicht so häufig. Ist eher ein kleinerer Hersteller. Kommt aber hier aus dem Saarland, aus Neunkirchen. Ist nicht weit weg von hier. Ja, und hier im Saarland gibt es ein paar Wenzes-Windparks. Und der Windpark Priesberg ist eben einer davon. Ja, Wetter ziemlich unbeständig heute, ziemliches Aprilwetter. Ich habe jetzt gerade mal die sonnige Pause genutzt. Kann aber sein, dass es in 5 Minuten schon wieder anfängt zu schneien. Man sieht, im Hintergrund ist dunkel. Ja, aber ich werde jetzt mal zum Windpark hinfahren. Und werde mir mal die schönen Wenzes-Anlagen von nahem anschauen. So, hier sieht man den Windpark nochmal schön aus der anderen Perspektive. Ich habe den kurzen Schneesturm jetzt mal im Auto verbracht. Jetzt scheint wieder die Sonne. Verrücktes Wetter. Echt total unbeständig. Ja, insgesamt 5 Wenzes 112. 2,5 Megawatt. Nabenhöhe 140 Meter, schätze ich mal. Ja, ich bin eigentlich ein relativ großer Fan von Wenzes. Zum einen, weil es getriebelose Anlagen sind. Und zum anderen, ja, wegen dem Design finde ich die echt super. Sowohl Maschinenhaus als auch Narbe. Und die Rotorblätter finde ich echt super. Die sind echt einzigartig. Da sind die Rotorblattspitzen so nach vorne gebogen. Habe ich so noch nie bei anderen Anlagen gesehen. Also das eigentliche Rotorblatt ist eher nach hinten gebogen und die Rotorblattspitze dann aber so ein bisschen nach vorne. Finde ich ziemlich cool. Sieht jetzt auch schön aus mit dem Abendlicht und dem schwarzen Himmel im Hintergrund. Ziemlich cool. Ja, also ich plädiere für mehr Wenzes. Das ist mir lieber als überall Vestas. Ja, nach Enercon eigentlich so meine Lieblingsanlagen. Und Made im Saarland. Ziemlich cool. Ja, ich werde jetzt jeden Fall mal zu den Anlagen hinlaufen und mir die mal von nahem anschauen. So, ich stehe jetzt hier nochmal bei der ersten Anlage. Zum Glück ist die Sonne jetzt nochmal rausgekommen. Und es sieht wieder richtig geil aus mit dem blauen Himmel. Und die Anlagen laufen auch richtig gut. Es ist sehr windig. Da sieht man jetzt nochmal schön, wie die Rotorblattspitzen sich so nach vorne biegen. Das ist echt einzigartig. Das ist nur bei Wenzes so. Ja, nur noch vom Design her echt eine super schöne Anlage. Ja, hinten sieht man jetzt nochmal schön die anderen drei Anlagen. Richtig toll aus mit der Sonne. Ja, die Anlagen hier haben jetzt noch das ältere Maschinenhausdesign mit dem Wenzes-Logo. Mittlerweile sind sie ja nur noch rot mit dem Wenzes-Schriftzug drauf. Finde ich aber auch cool. Ja, das hier sind jetzt 112er mit 2,5 Megawatt. Mittlerweile gibt es ja schon größere Wenzes-Anlagen, 120er, die 126er, der Prototyp wird gerade aufgebaut in den Niederlanden. Ja, und die 155er und 170er der 5 Megawatt Plus Klasse befinden sich ja noch in Entwicklung. Da bin ich auch echt gespannt, wie die aussehen. Das wären echt die richtig riesige Anlagen. Ja, Wenzes finde ich echt super. Also finde ich schade, dass man die nicht häufiger sieht. Aber ja, klar, ist halt einfach ein großer Konkurrenzdruck auf dem deutschen Markt. Und Wenzes ist eher ein kleinerer Hersteller. Made in Saarland. Zum Abschluss hier die Anlagen nochmal aus einer anderen Perspektive. Es fängt jetzt gleich schon wieder an zu schneien.
Ich werde mich jetzt auf den Heimweg machen. Das Wetter ist mir einfach zu unbeständig. Ja, es war jetzt nur ein kleiner Ausflug. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Im Anschluss folgt dann noch ein kleines Drohnenvideo. Ist auch wieder sehr schön geworden. Ja, schreibt gerne wieder Kommentare. Freue ich mich immer drüber. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr up to date bleiben wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis bald.